Hallo, da sind wir schon wieder. Jo, jo, jo. Jo. So. So. Wir gehen mal ganz kurz woanders hin. Und zwar... Nee, wir kaufen uns zurück. In Goliath. Kaufen wir uns mal ganz schnell das Eisen, dass wir unsere Waffe verbessern. Hallo. Und wir müssen dann, glaube ich, auch noch mit Falk reden, dass wir seinen Daddy gekillt haben. Machen wir irgendwann. Stimmt. Hier war ich, glaube ich, noch nie. Hä? Bin ich hier? Na doch, hier waren wir schon mal. So. Ihr müsst das haben. Sitzt jetzt hier. Anwenden. Eisen. Nein. So. Oh, verdammte Technik. So. Schwupps. Anleitung Bolzen. Ach. Ah ja, stimmt, da war ja was. Ich kann ja... Speer. Was brauche ich denn für ein Speer? Normaler Speer. Eisen, Erz und Holzpfeile. Und ich bekomme raus ein Speer. Okay. Das ist... interessant. Der Todesstrahl. So. Blut Reaper. 3. Blut, den Reaper auf 3 hat 2 Sockel und kann ich benutzen. Ja. Bumm. Dann. Viel Blut. Gebt mir Metallschrott ab. Schade. Und 9000, genau. Dafür braucht man noch 9000. Metallschrott und Handgranaten. Gut, kriegen wir hin. Finden wir. Sockel. Gems. Grüner Stein. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Okay, passt mal auf. So. Und... so. Das sehe ich jetzt erst. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Okay. Dann gucken wir uns mal die Waffe an. Wo ist der Reaper 3? Sockel. 3 Gesundheit. Malus Resistenz. Bonuserfahrung für Monster. Da hat man nur einen. Bonusschaden Gefährte. Dann mache ich den. Und hier Schaden. Einsetzen. Nee, abbrechen. Zack. Und in meinen Dingsbums. Hauen wir rein. Bonuserfahrung Quests. Bonusresistenzen und Gesundheit. Jawohl. Alles klar. Damit sind wir... Technik wird hier nicht gerne gesehen. So, Schrottschild. Auseinandernehmen, bekomme ich Eisenerz. Ah, brauchen wir nicht. Eisenfaustschild kann man nicht. Zweihänder.
Können wir nicht wegen zwei Ignis, können wir nicht. Reaper tue ich auf gar keinen Fall. Der Kettensäbel. Vielleicht auch nur Elixit. Axt. Pures Mana, Eisenerz, Goldbrocken. Die Keule. Guck an. Der Tornschwert 1. Okay, lassen wir das. Lassen wir das. Wir bekommen da schon so alles irgendwie hin. Gerne. So, jetzt gehen wir da mal rein und reden da drin nochmal mit ein paar Dudes. Das wollte ich eigentlich in der letzten Folge machen. Wie läuft es hier in der Stadt? Wir haben alles unter Kontrolle. Aber dass wir jetzt sogar schon Alpseparatisten in die Stadt lassen, widerstrebt mir. Auch wenn die Stadt eine Zuflucht für jeden sein soll und ich meine Befehle habe, bin ich damit nicht einverstanden. Ich war auch einmal ein Alp. Wenn das so ist, kannst du direkt zu deinen Artgenossen gehen. Je besser wir euch unreines Pack überwachen können, umso gesünder für alle von uns. Ihr mögt hier geduldet sein, aber glaub ja nicht, dass wir euch nicht im Auge behalten. Und mache es dir nicht zu gemütlich, denn schon bald werden wir die Welt von eurer Existenz bereinigen. So. Du da. Da bist du ja. Ich habe gute Neuigkeiten. Meine Leute haben ein Geschäft aufgetan, das das Alte um ein Vielfaches in den Schatten stellt. Angeblich geht es um den Prototyp einer neuartigen Rüstung oder sowas. Genau weiß ich das nicht. Alles, was sie verlangen, ist eine weitere Anzahlung des Vertrauens. Gut, aber das ist das letzte Mal. Es gibt keinen Grund, misstrauisch zu werden. Das ist ein todsicheres Ding. Du kennst ja das Prozedere. Ich werde ein paar Stunden brauchen, um das Geschäft abzuwickeln. Wir sehen uns morgen. Ist mir egal, es sind 200 Splitter, interessiert mich nicht. Die Bohne, wer ist das? Achso, das ist der Hammer, der so selten, seltsam ausgesehen hat. Hallo, hallo. Barabek. Berserkerin. Haben wir hier noch irgendwas mit Namen? Was wir noch nicht bequatscht haben. Ich bin nicht überzeugt. Kaya! Bist du immer so aufbrausend? Was erwartest du, ein nettes Mädchen vom Lande? Ich bin in Goliath aufgewachsen. Wenn du schon einmal dort warst, dann weißt du, dass das Leben dort ziemlich hart sein kann. Was macht jemand wie du in dieser trostlosen Gegend? Die Menschen hier brauchen meine Hilfe. Viele sind hier gestrandet und wissen nicht, wie sie den nächsten Tag überstehen sollen. Ist das nicht die Sache der Kleriker? Ha. Wenn sie sich doch genauso um die Menschen hier kümmern würden, wie um ihre kleinen Kriegsspielchen, dann müssten die Leute hier auch nicht im Dreck leben. Jemanden wie dich könnte ich gut gebrauchen. Ha, möchte ich wetten. Glaub mir, Freundchen, mich zu zähmen haben schon ganz andere versucht. Ich könnte dir helfen. Ja, ja. Wenn ich dich so ansehe, dann hast du selbst genug Probleme. Hm. So ein ernster Blick passt nicht zu deiner restlichen Erscheinung. Irgendetwas stimmt doch nicht mit dir, Fremder. Na, was ist es? Bist du aus Stims? Oder hast du das große Mutantenflattern? Hm. Elixentzug. Mein früheres Leben sah ein wenig anders aus als heute. Ha, ein ehemaliger Alpsoldat. Wusste ich's doch. Tja, Eisklotz. Da haben wir wohl einiges gemeinsam. Wie auch immer, besser du behältst deine Griffel bei dir. Ich merk sofort, wenn du was versuchst, klar? Wie sieht's jetzt aus? Mein Angebot steht immer noch. Und was genau hast du vor? Ich stecke mitten im Krieg gegen die Elixitoren und versuche dafür eine schlagkräftige Kampftruppe zusammenzustellen. Ach ja? Und du glaubst, ich beteilige mich an deinem kleinen Scharmützel? Als Gegenzug für deine Kampfkraft biete ich dir an, deine magische Entwicklung zu fördern.
Du sagtest selbst, je länger du hier bleibst, umso unberechenbarer wirst du. Willst du die Menschen, die du zu schützen versuchst, durch deine eigene Hand in Gefahr bringen? Nein, aber warum sollte ich ausgerechnet dir folgen? Ich kenne Elex und die Magie. Ich kenne die Impulse, die dich im Schlaf verfolgen. Ich kenne die Albträume und den Drang der Vernichtung. Jeden Tag aufs Neue versuchst du. Okay, hör auf damit. Du hast mich überzeugt. Ich pack meine Sachen und warte draußen vor dem Haupttor. Ich rate dir aber, da aufzukreuzen. Sonst wird das ein kurzes Gastspiel, Freundchen. Gute Entscheidung. Ich werde da sein. Das möchte ich dir auch raten. Okay. Ray? Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Sicher doch. Und tschüss. Wer bist du? Outlaw. Ja, gut. Ach so, ich bin hier draußen, okay. Da steht sie schon. Wo warst du so lange? Ich bin ja jetzt hier. Ach, na schön. Dann sag mir mal, was du jetzt vorhast und wo du dein Lager aufgeschlagen hast. Okay, ich versuch's kurz zu machen. Oh Mann, da hast du dir ja was vorgenommen. Keine Ahnung, ob ich dir dabei helfen kann, aber ich werde es versuchen. Da bin ich mir sicher. Du wirst allerdings ein Jetpack benutzen müssen, wenn wir uns unterwegs nicht verlieren wollen. Natürlich. Ich bin mir schon bewusst, worauf ich mich hier eingelassen habe. So, und jetzt reden wir mal über mein kleines Problem. Eine Sache würde mich interessieren. Ja? Warum bist du ausgerechnet ein Outlaw geworden? Es schien für mich der beste Weg zu sein, meine Kampfkraft zu stärken. Das ist doch nicht alles. Natürlich nicht, aber irgendeine Wahl musste ich treffen. Und jetzt werde ich meine Trümpfe ausspielen, die mich zum Eispalast führen werden. Ja, und ich hoffe zum Besten für uns alle. Mitkommen. Na gut. So. Du sagtest, du willst die Natur des Elex studieren. Wie soll das laufen? Ich kann die Präsenz des Elex spüren. Vor allem dort, wo es in großer Menge vorkommt. In der Nähe der Konverter. Richtig. Doch ist das meiste Elex dort schon raffiniert. Ich brauche Elex-Vorkommen, die noch nicht von den Alps erschlossen worden sind. Nur so komme ich an die natürliche Form des Elex. Sie ist noch unverfälscht und ich kann das Elex besser studieren. Aha. Ich weiß, wo es ist. Natürliches Elex? Eine ziemlich eigenwillige Bezeichnung. Im Grunde hast du recht, es ist auch reines Elex. Doch das raffinierte Zeug, das die Alps aus den Konvertern gewinnen, hat eine ganz spezielle Signatur. Es ist absolut gleichgeschaltet und gehorcht nur noch den Gesetzen der Ordnung. Die umgekehrte Form, die wir Berserker aus dem Mana-Schrein gewinnen, ist ebenfalls extrem polarisiert. Auch ihre Signatur ist sehr klar. Ich habe mein ganzes Leben mit Mana um mich herum verbracht und kenne es sehr gut. Ich brauche aber die unangetastete Urform des Elex, so wie sie nur noch an wenigen Stellen frei in der Natur zu finden ist. Ich weiß, wo eins ist, glaube ich. Wie willst du diese größeren natürlichen Elex-Vorkommen finden? Als der Meteoreinschlag das Elex vor vielen Jahren auf Margalan verteilte, suchte es sich seinen Weg bis in die kleinsten Felsvorsprünge. Dabei hinterließ es ganz typische Spuren der Eruption. Ich habe schon viele dieser Spuren gefunden, doch meistens führten sie mich in die Nähe eines Konverters. Bis auf eine. Ich wette, wenn ich dieser Spur folge, finde ich am Ende eines dieser natürlichen Vorkommen. Wo ist diese Spur, von der du sprichst? Im Norden der Stadt von Abessa. Wenn du willst, kann ich sie dir zeigen. Auf geht's, ich wenn weiß, wo das so ist. Wenn es so einfach ist, warum hat es denn nicht schon jemand anderes gefunden? Weil niemand das Elex spüren kann, so wie ich es tue. Darum. Zumindest glaubst du das. Komm doch mit, dann zeige ich dir, was ich meine. Okay, zeig mir deine Elex-Spur. Wie ich schon sagte, es ist nicht weit weg von der Stadt. Folge mir. Ich war da schon. Ach nee, von Abessa. Moment. Abessa ist die Stadt hier. Jede Minute fließt eine Unmenge an natürlichem Elex ins Meer. Es wird ausgewaschen aus dem Fels und der Erde. Es gibt Methoden, um es dennoch nicht zu verlieren. Ja, die Alps und ihre Maschinen. Etwas Unnatürlicheres kann ich mir kaum vorstellen. Wie auch immer, um der Elex-Spur zu folgen, müssen wir darüber und den Mutantenbiestern folgen. Wir wissen, wo wir hin müssen, also werde ich dir dieses Mal folgen.
Das Elex zieht unter Umständen eine ganze Menge Mutanten an. Also sei vorsichtig. Ja, gut. Ah, ich sehe es schon, oder? Nee, das sind... Ach, da oben. Hallo. Wieder. Bumm. Bumm. Hallo. Escher. Warte. So. Auf jeden Fall heile ich mich jetzt ein bisschen mehr mit dem neuen Stein. Und das ist irgendwie gut, dass ich pro Treffer... Also rote Steine brauche ich definitiv mehr. Hier muss es sein. Ich kann das Elex in der Erde förmlich riechen. Und was passiert jetzt? Ich werde meditieren. Stell dich einfach darüber und warte, bis ich fertig bin, okay? Natürlich. Flute. Ich kenne ein größeres Vorkommen, Lady. Also... Ich glaube, ich muss sie doch verteidigen, oder? Was ist? Okay, ich denke, das war's. Es ist faszinierend. Ich hatte das Gefühl... Hm? Ja, es war fast so, als ob das Elex zu mir gesprochen hätte. Es war wie ein leises Flüstern. Und es war fast so, als würde es etwas von mir wollen. Das Elex spricht zu dir. Ich weiß, wie verrückt sich das anhört, aber dennoch ist es wahr. Hm? Das Mutantenaufkommen spricht jedenfalls dafür, dass du tatsächlich eine Elex-Ader gefunden hast. Aber der Rest... Hör zu, es ist mir egal, ob du mir glaubst, wenn du mir nur hilfst. Das heißt, du willst damit weitermachen? Unbedingt. Das war die Voraussetzung dafür, dass ich deiner Kampftruppe beitrete. Also stell keine Fragen, wenn du die Antworten nicht hören willst. Wie geht es dir? Ich bin okay. Ach so. Nehmen wir mal an, ich glaube dir. Was genau meinst du gehört zu haben? Ich bin mir nicht sicher, das Flüstern war sehr leise. Doch es scheint so, als hätte das Elex eine Art kollektives Bewusstsein. Wenn das wahr ist, dann müssten die Stimmen umso stärker sein, je mehr Elex da ist. Okay. Wie geht's jetzt weiter? Ich werde meine Sinne schärfen und versuchen, ein noch größeres Elex-Vorkommen aufzuspüren. Doch zuerst will ich noch einmal zurück in meine Heimat. Ich muss nach Edan und mir eines unserer Weltenherzen ansehen. Südlich der Observierungsstation in der Mitte von Edan steht ein vielversprechendes Exemplar. Ich will wissen, ob ich die Stimmen auch höre, wenn ich mich einer großen Menge Mana nähere. Du hast bisher auch nie etwas in der Art gehört. Warum sollte es jetzt anders sein? Ja, aber ich weiß jetzt, worauf ich achten muss. Pass auf. Tut mir leid, aber ich kann das jetzt nicht auf sich beruhen lassen. Ich muss unbedingt... Geh nur. Ich komme später nach, wenn ich kann. Danke. Also dann, wir sehen uns in Edan. Okay. Ach, das ist das kaputte Weltenherz, oder? Wo sie jetzt ist. Ach, wisst ihr was? Mir fällt hier gerade was ein. Checken wir mal ganz kurz hier ab, ob hier was respawned ist. Wenn hier jetzt nichts mehr ist, dann kann ich davon ausgehen, dass so Banditen nicht wieder spawnen. Okay. Gut. Speichern. Hey. Du. Hey, du. Bam, bam, bam.
Tja. Hä? Alter! Unrat! Trollherz! Okay. Also Unrat-Dinger, no problema. Kraftloser Raptor. Au. Ab jetzt wird erstmal wieder gesammelt, bis ich den nächsten Rang aufsteige. Also ich werde dann auch vorher kein Elixit oder sowas kaufen, ja. Ich werde jetzt so lange quasi spielen, bis ich potenziell die nächste Rüstung kaufen kann. Dann werde ich noch ein paar Waffen upgraden und Elixit-Tränke machen und dann sparen wir quasi auf die Rüstung. Okay. Seid ihr jetzt hier so ein Standardgegner? Oh, das ist schlecht. Ich bin tot. Warum hat mich die Scheiße da jetzt gerade getroffen? So. Auf jeden Fall interessant, dass hier jetzt die Unholde spawnen. Also umso mehr ich jetzt von den Viechern wegbrezel, umso mehr Unholde kommen. Eventuell. Giftkraut, lasse ich Giftkraut, bleibt Giftkraut. Interessiert mich nicht mehr. Irgendwie, ich brauche nur Golddinger für die Ausdauertränke. Die müsste ich dann auch mal machen. Hey, ach so. Da bist du ja. Ich dachte schon, du lässt mich hier hängen. Geht's dir nicht gut? Du siehst so... Ja, ich weiß. Ich fühle mich auch furchtbar. Die Meditation in Abessa hat mich ziemlich mitgenommen. Es ist irgendwie, als hätte ich gar kein Gefühl mehr in den Knochen. Kein Gefühl, sagst du? Hm. Oh, du meinst also das Elex, ja? Verdammt. Ich hatte vergessen, dass es diese verheerende Wirkung hat, wenn es nicht zu Mana umgewandelt wurde. Ich brauche unbedingt mehr pures Mana, um diesen Effekt abzumildern. Mhm. Wegen der Elex-Nebenwirkungen. Ja? Ich habe hier pures Mana für dich. Vielen Dank, das hilft mir sehr. Ich will nicht zur emotionslosen Maschine verkümmern. Ich dachte, du wolltest zu einem Weltenherz. Ja, richtig. Ich habe es nicht ganz bis dorthin geschafft. Aber jetzt, wo du da bist, können wir ja zusammen dorthin. Dann lass uns gehen. In Ordnung. Oh! Ach, das ist das da, wo die ganzen Leichen rumlagen. Oh, da hinten ist was Großes. Irgendetwas stimmt mit dem Ding nicht. Normalerweise wird ein Weltenherz von unseren Leuten bewacht. Dieses offenbar nicht mehr. Okay, dann sollten wir uns auf einen Kampf einstellen. Auch größere Mengen Mana ziehen Viehzeug an. Sehr gut. Das ist Nachtschatten, oder? Ja, trinken wir jetzt einen Trank. Wollte ich sorgen? Trink mal jetzt schon mal einen Trank. So. Nachtschattengewächs. Nachtschattengewächs. Do-do-do.
Du, du, du. Dunkles Leder. Dunkles Leder. Du, du, du. Du, 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 du. Werde ich irgendwann bestimmt auch brauchen. Hebe ich mir ab jetzt auf. Genauso wie Trollherzen und Zyklopenaugen. Ein Weltenherz. Das größte, was die Berserker jemals zustande gebracht haben. Sie machen... Es ist schrecklich. Keine Seele mehr hier. Nur noch der Tod. Ich muss weitermachen. Geh ein Stück zur Seite. Ich brauche etwas Ruhe für meine Meditation. Ja, ja, mach du. Du, tu dir keinen Zwang an. Ich guck hier mal ein bisschen rum. Du, 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 du. Ah, ist der Boden egal. Also ich höre nichts. So. Das ist immer noch das verbotene Tal da hinten. Da unten können wir auf jeden Fall auch mittlerweile, glaube ich, noch ein bisschen mehr clearen und erledigen. Was ist das? Sehr interessant. Und? Es ist unglaublich. Tatsächlich höre ich auch hier etwas. Mhm. Ja, und es ist ganz anders, als ich es immer vermutet hatte. Elex, es ist nicht nur überall. Es ist auch immer gleich. Selbst wenn es sich in den verschiedenen Aggregatzuständen befindet. Selbst wenn es gleichgeschaltet, in reiner Form oder auch als Mana vorliegt. Es spricht immer mit der gleichen Stimme und folgt ähnlichen Gesetzen. Das reine Elex aus den Konvertern soll nur ein Derivat des Manas sein? Das habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, dass das Mana und das raffinierte Zeug, das die Alps verwenden, ebenfalls natürliche Formen des Elex darstellen. Dann ließe sich das Mana also auch wieder in reines Elex umwandeln. Wäre denkbar. Doch weiß bisher niemand wie. Nicht einmal die Alps. Das wäre interessant, weil dann hebe ich mir Mana auch auf und dann kann ich richtig viele Tränke machen. Du bist noch nicht fertig mit deiner Forschung. Willst du denn gar nicht wissen, was dieses kollektive Elex-Bewusstsein genau ist und was es mit uns vorhat? Hier geht es um viel mehr als simple Wissenschaft. Elex denkt, Elex spricht, Elex ist lebendig. Dieses Etwas und vielmehr jemand ist dabei, unsere ganze Welt zu verändern. Vorausgesetzt, du hast mit deinen Annahmen recht. Ich weiß, es ist schwer zu verstehen, wenn man es nicht selbst fühlt oder versteht. Nun gut, ich werde nach weiteren unerschlossenen Elex-Vorkommen Ausschau halten. Wenn ich weitere Eruptionsspuren finde, dann sag ich dir Bescheid, okay? Bis dahin lass uns erst einmal einfach weitermachen. Du hast dir eine Menge vorgenommen. Ich werde versuchen, dich soweit ich es kann zu unterstützen. Doch vergiss dabei nie, dass die Menschen dir nur dann folgen, wenn du auch ihre Interessen vertrittst. Ja. Wegen der Elex-Nebenwirkungen. Ja? Ich habe hier pures Mana für dich. Vielen Dank, das hilft mir sehr. Wie geht es dir? Alles gut, danke der Nachfrage. Wir stehen noch ganz am Anfang des Krieges gegen die Alps. Gut. So. Verbotene Tal. Wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Warum? Da haben wir den Troll, sag ich jetzt mal. Der Unhold. Ist ein Troll? Naja. Alter. Speichern. Das ist schon irgendwie nice. Entschuldigung. Das Problem, was wir jetzt haben, wir brauchen jetzt irgendwann eine stärkere Waffe. Ja? Also ich habe die Vermutung, dass der Hauch des Todes ist schwächer um 3 Damage. Der macht 90 Schaden.
Kann ich Hauch des Todes, kann ich den verbessern? Wenn ja, dann hätten wir eine bessere Waffe. Wenn nein, müssen wir suchen. So. So, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Bis wir an irgendwas stoßen, da wo wir nicht durchkommen. Das ist was Neues. Was bist du? Nee, du bist ein Slug. Du bist. Du bist nichts Neues, aber du bist tot. Innereien sind auf jeden Fall was Neues, was ich jetzt loote. Wir haben ein Level Up. Da gucken wir doch mal. So, was will ich als nächstes rein? Schwere Waffen wollte ich auch mal skillen. Mutantenkiller, brauche ich Gerissenheit. So, für das brauche ich Geschick. Was will ich da noch skillen? Das können wir. Brauchen wir Konstitution. Das haben wir schon. Sechster Sinn, Gerissenheit. Hier, brauchen wir hier irgendwas. Goldschmied, eventuell, ich weiß es nicht. Irgendwann mal Hacking-Profi, immer mit der Ruhe. Outlaws, Kapazität, bestimmt die einzelnen Stimmen simultan verwenden. Ja, das ist alles schön und gut. Auseinanderschrauben vielleicht dann noch. Ich würde fast sagen, dass. Also Geschicklichkeit erst. Ach, da brauchen wir aber auch mehr Stärke. Angriffsstärke. Erhöht die Wucht deiner Schläge mit jeder Stufe. Das skillen wir. Und ich werde jetzt einfach die Gerissenheit auf 40 hochblöpseln. Bam. Dann können wir da vielleicht noch ein paar Punkte machen. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.